Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute soll es um das Thema das eilige Pferd gehen. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Ann-Kathrin Querbach und ich bilde vor allem Trainer und Therapeuten aus, habe aber natürlich auch für Reiter schöne Online-Kurse mit ganz viel Deep Dive-Wissen. Eilige Pferde kennen wir ja alle, die über den Dressurplatz oder allgemein über den Reitplatz rennen und der Pferdebesitzer sagt uns immer wieder, also mit dem Schenkel gar keinen Fall. Mit dem Schenkel darfst du auf gar keinen Fall treiben. Das ist ein Pferd, was keinen Schenkel benötigt, weil es hat eh schon Vorwärtsgang. Und dann strecken die Leute immer so gerne ihre Beine so ein bisschen weg, halten das Pferd vorne und entweder rennt es dann die ganze Zeit oder es wird dann irgendwann zu einem sehr vorhandlastigen Pferd, was sich gerne einrollt und sehr, ja, viel zu langsam im Prinzip geritten ist. Ja, weil die Leute meistens auch Angst vor dieser Geschwindigkeit haben. Was diesen Pferden aber fehlt, ist Muskulatur. Das heißt, die komplette Rumpfmuskulatur arbeitet bei diesen eiligen Pferden nicht. Also ich bin jetzt noch gar nicht so weit und sage, okay, wir sind beim Schenkelgänger, so weit will ich es noch gar nicht führen, sondern erstmal nur das eilige Pferd. Und da fehlt eben diese Rumpfmuskulatur, weil ansonsten würde das Pferd wirklich auch mit seiner Muskulatur Federung erzeugen. Und das tun diese Pferde eben nicht. Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an, um welche Muskulatur es sich vor allem handelt. So, die ein oder anderen kennen schon diese Zeichnung von mir. Da ging es auch um die Hinterhand, beziehungsweise natürlich auch um die Muskulatur, die wir für die Hinterhandaktivität benötigen. Und diese Muskulatur benötigen wir beim eiligen Pferd auch. Das heißt, was bei dem Pferd nicht wirklich funktioniert, ist einmal das Thema natürlich ventrale und dorsale Muskelkette, also die Muskeln, die sich unten befinden und die sich oben befinden. Das ist eine komplette Muskelkette. Die arbeiten nicht miteinander. Ja, die Pferde haben auch öfters mal so ein bisschen wenig Rücken, der bildet sich auch nicht gut aus. Das ist also eine Sattellage, manche sagen gute Sattellage dazu. Für mich ist es immer ein Graus, das zu sehen. Also da rutscht der Sattel natürlich nicht, weil der bebt da sozusagen drauf. Also das heißt, die ventrale und die dorsale Muskelkette arbeiten nicht miteinander. Das ist schon mal die komplette Muskulatur im oberflächlichen Bereich gesehen. Und die Rumpfmuskulatur, also alles, was Bauch und Rücken angeht, arbeiten auch nicht. Was aber wirklich nicht arbeitet, ist eben hier diese Bauchmuskulatur. Ja, das ist der lange Bauchmuskel, der geht von hinten bis einmal nach vorne durch. Das heißt, er setzt hier am Becken an und geht dann bis nach vorne zum Brustbein durch. Wichtig ist jetzt aber, dass wir da, wo wir mit dem Schenkel treiben, diesen Muskel auch ansprechen können. Sprich, wenn wir jetzt ein eiliges Pferd haben, was eben diese Muskulatur gar nicht benutzt aktuell, dann müssen wir genau die ansprechen. Das heißt, wir müssen mit dem Schenkel kommen. Ja? Und das ist natürlich im nächsten Moment erstmal ein bisschen schwierig, weil wir treiben und das Pferd rennt uns dann nochmal ein bisschen weg. Und genau das hängt natürlich hier mit dem Zusammenhang zwischen diesen Muskeln zusammen. Ja, das heißt, der Lendenmuskel arbeitet nicht, um das Becken korrekt abzukippen. Das Pferd kann auch nicht keine gute Hankenbeugung hier mit dem lilafarbenen erzeugen. Und der Schub, das orangefarbene, der ist zwar aktiviert, aber der muss ja auch mit den anderen zusammenarbeiten, weil ganz alleine produziert er eben auch keinen korrekten Schwung. Dementsprechend arbeitet der etwas zu viel und die anderen sind im Urlaub. Also müssen wir die aus dem Urlaub wieder herholen. Wir müssen sagen, hey, du hast hier was zu tun, du bist eigentlich für eine Funktion da, dann erfüll sie bitte auch. Und das kriegen wir eben hin, wenn wir den Bauchmuskel ansprechen. Erst wenn wir den angesprochen haben und die anderen Muskeln dann sagen, ah, stimmt, der Urlaub ist vorbei, jetzt muss ich auch was tun, kann sich die Hinterhand auch korrekt drehen. Und der Spannungsbogen im Pferd kann auch erzeugt werden. Das heißt, wenn du ein eiliges Pferd hast oder dein Reitschüler hat ein sehr eiliges Pferd, dann ist es ganz, ganz wichtig, diesen Zusammenhang zu verstehen, um dann eben auch mit gutem Gewissen den Schenkel einzusetzen. Denn nur wenn wir diesen
Bauchmuskel wirklich aktivieren können, kann es auch weitergehen. Weil wenn wir das nicht machen, können natürlich Knieprobleme entstehen. Zum Beispiel. Ja, weil wir eben hier den lilafarbenen Muskel haben, der hier auch am Knie ansetzt. Wenn der nicht aktiviert ist, wird irgendwann Sehnen und Bänder in Mitleidenschaft gezogen und wir haben Knieprobleme. Wenn wir den grünen Muskel hier nicht korrekt ansprechen, kriegen wir Lendenprobleme. Lendenprobleme und der Stress ist natürlich auch wieder so eins, ja. Wer also jetzt hier jedes Video sich mal ganz genau angeschaut hat, der weiß schon, dass mit diesem Lendenmuskel da richtig viel auch zusammenhängt. Und wir haben natürlich auch da dann wieder den Parasympathikus, der nicht aktiv ist, also der Ruhenerv. Dafür ist aber der Sympathikus aktiv. Ja, also eher dieses Aufgeregte im Fluchtmodus. Und deswegen sind die Pferde auch so eilig. Das heißt, was wir also als erstes machen müssen, ist einmal den Bauchmuskel anzusprechen, dann zu schauen, dass der Lendenmuskel mitarbeitet, der Oberschenkelmuskel hier arbeitet und dann kann das Pferd sich auch hier die Hinterhand drehen und die Vorhand anheben und wird durch diesen Spannungsbogen langsamer. Das heißt, schau wirklich drauf, dass du dahin kommst, dass du zum Treiben kommst. Auch da gibt es natürlich ganz tolle Übungen, wie man das etablieren kann, wie man dem Pferd das auch beibringen kann. Wichtig ist einfach nur, sich zu trauen, mit dem Schenkel wirklich dran zu gehen, zu wissen, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich möchte ja jetzt nicht, dass das Pferd weiterhin irgendwelche Schmerzen bekommt, also zusätzliche Sachen bekommt oder eben einfach nur in dieser verspannten Variante weiterläuft. Also schau wirklich drauf, dass du dein Pferd umschließt, ja, mit deinem Schenkel und da trotzdem noch mitarbeitest, obwohl es relativ schnell und eilig in der Gegend herumrennt. Ja, also ganz, ganz wichtig, benutzt eure Schenkel, auch wenn die Pferde sehr rennsemmelig sind. Habt einen schönen Tag, bis bald. Tschüss.